Servus und willkommen zur nächsten Mission von Populous The Beginning, Mission Nummer 20, Archipel. Ich kann es spüren, die Dakini bereiten sich auf einen gewaltigen Kampf vor. Ich muss ihnen in den Besitz von mehr Land kommen, um meine Kräfte zu verstärken und ihnen gut gerüstet im Kampf gegenüberzutreten. Ach, aje, wie soll man da Lust und Liebe verbreiten, wenn man, schaut euch oben links die Karte an, nur so mickrige Inseln hat? Na. Mal schauen. Okay. Holz ist auf jeden Fall da. So. Wir brauchen irgendwas. Ich muss es schaffen, mit dem Zauber und dem Zauber theoretisch mir sozusagen mehr Land zu schaffen. Hier ist noch einiges. Also Land gibt es hier en masse. Schauen wir mal. Wir haben bloß einen Gegner. Die da. Und die haben den Todesengel. Okay, die sind in dem Wissen des Todesengel. Da war ein Steinkopf. Oh, warte mal, ich bin verwirrt. Wo bin ich denn jetzt nochmal? Da bin ich. Okay. Ich muss auf die Insel und auf die Insel, weil da Holz ist. Dann könnte ich vielleicht noch auf die Insel. Dort unten ist der Steinkopf. Ah, die Hütte ist fertig. Die soll nämlich Mana produzieren in diesen Hütten. Kai. Wobei, ich habe eine Idee. Können wir gleich ein bisschen beschleunigen. Hier einen Turm reinbauen. Kai. Da gibt's keine Wilden. Das ist schlecht. Dann kann ich da nichts bauen. Nein, lauf da nicht raus. Hier sind mehrere. Nicht rauslaufen. Böser Wilde. Ganz böser Wilde. Eine Besonderheit gibt es hier noch. Hier kann ich keine Luftschiffe bauen. Aber der Gegner zum Glück auch nicht. Also aus der Luft brauche ich schon mal keine Befürchtungen zu hegen. Ja, toll. Jetzt ist da natürlich kein Platz mehr zum Bauen. Auch echt dringend mehr Land. Hier geht ja gar nichts mehr. Dort oben geht noch was. Toll! Und ihr wollt sterben? Quatsch, hört auf zu sterben. Nein! Hier wird nicht gestorben. Was soll der Scheiß? Ja. Ich versuche mal hier eine Verteidigung hinzubauen. Holz habe ich ja. Das ist aktuell nicht das Problem. Nein! Auf der anderen Seite sind sie gestorben, weil sie nichts zu tun hatten. Ach, ist das übel. Naja. Ich warte aufs nächste. Dann kann ich hier schon mal
ein bisschen mehr bauen. Genau. Ah, okay, die Hütte muss erst fertig werden. Hey. Kann ich hier drauf was bauen? Oh, schade. Na doch, doch. Nein, da waren gerade 4 Stück zusammen. Die will ich haben. Tsunami. Alle 4 zusammen. Ihr dürft gerne schon mal hier bauen. Okay, Holz ist kein großes Problem diesmal. Hallo? Ich brauche mehr Land, dazu brauche ich mehr Mana. Mehr Brücken. Bauen wir mal in die Richtung auch gleich weiter. Also was heißt bauen? Erweitern wir unser Land. Das könnte witzig werden. Hey. Kai. Das wird auch witzig. Wobei ich auch ein bisschen aufpassen muss hier wegen dem Holz. Gut, die sind schon fertig ausgebaut. Sehr nice. Eine neue Brücke ist fertig. Eine neue Brücke. Kai. Kai. Du Skat. Dann machen wir hier doch ein bisschen Platz. Für da eine Hütte und da eine Hütte. Hey. Kai. Oh shit. Komm jetzt schon. Weg mit denen an Wasser. Nein, ich habe halt nur mich als Verteidigung. Nein, nein, nein. Ah, verflucht. Oh nein. Klappt sogar. Okay. Jetzt wissen wir auf jeden Fall. Wird noch gekämpft? Ja, okay, das weiß ich jetzt auch. Aber wir wissen, dass die auf jeden Fall nach Stress suchen. Und ich mehr Platz brauche. Planiat. Darf
dafür und dafür. Na, toll. Priesterhütte, dann da. Wir lassen uns nicht von der Expansion hier weiter aufhalten. Die Läden werden gemacht. Das ist natürlich traurig, dass sie meine Türme schon zerstört haben. Aber ich weiß jetzt zumindest, dass sie es jetzt langsam ernst meinen. Und ich muss mich darum kümmern, dass jetzt, dass ich mich verteidigen kann, falls sie nochmal angreifen. Priester sind jetzt erstmal am wichtigsten. Holz habe ich eigentlich. Ich kann mich hier ordentlich aufbauen mittlerweile. Ja, das wird auch. Die Landmasse taugt doch. Es wird auf jeden Fall. Kai. Ka. 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 Tuskazi. Ich hör's brennen. Wo ist sie denn? Ich kann die nicht mal sehen. Diese Ratten haben einfach meine Häuser angezündet. In dem Hinsicht schlecht, weil. Ah, die sind von da gekommen. Die Häuser müssen bald fertig werden. Ich brauche zwingend ein paar Verteidigungseinheiten. Ein Hypnosezauber könnte mir auch dienlich sein. Schauen wir mal, wo ist denn nochmal dieser Kopf? Der Kopf ist dort unten. Also wäre es ganz sinnvoll, wenn ich da weiter expandiere. Tuskats. Neues Holz gibt's auch, also von daher passt's.
Untätige, 4 Stück. Hier rein. Die sind doch alle untätig. Biester werden. Bisschen aufteilen. So, beim nächsten Mal habe ich wenigstens ein. Nein, das nächste Mal ist jetzt schon. Kai. Noctan. War zu früh. Kaio? Kai. Ka. Kai. Ka. Und hier? Tinyu. Mal schauen, wenn sie wieder normal werden, kann ich sie vielleicht wieder bekehren. Chalio? Kuni. Nein, warum müssen die mit den Krieger da hinten kämpfen? Ja, ein bisschen durcheinander, aber scheint, dass es klappt. Da brennt es immer noch. Da kann ich nichts bauen. Da kann ich was bauen. Wir expandieren brav weiter. Ich weiß jetzt nicht, warum da keiner baut. Holz ist nicht das Problem. Ah, hier kommen neue Bäume nach. Kai. Ich sollte. Was? Hört ihr auf? So. Kai. Sind draufgegangen. Ja, jetzt kommt sie von da. Hallo. Ja? LOL! Are you fucking kidding me? Die Stadt, die Schamane. Ja? Die hat einfach das Land kaputt gemacht. Wo ich überall hier aufpassen muss, dass da immer reinkommt. Das ist schon hässlich.
Naja. Das Sanko. Kai. Deine Mutter, das Sanko. Du Skazi. Echt eine Frechheit von dir. Du Skazi. Ja, das Problem ist, ich muss auch noch zu der Rübe. Nein, wobei, das ist gar kein so großes Problem. Ich werde mich einfach durch... mit Landmassen durch... zu ihr durch... Hallo? Ja, zaubern. Hier wird fleißig produziert. Das ist gut. Und ich werde die fleißig nehmen, um... ja, um... Truppen auszubilden. Eigentlich komme ich recht einfach zu denen rüber. Schon recht. Jetzt baue ich da extra eine Verteidigung auf und dann kommen sie gar nicht mehr hier drüber. Hä? Yeah. So haben wir es. Es ist nur eine Frage der Zeit. Solange die mich so behelligt, ist eigentlich kein großes Problem. Und die Zeit spielt auf meiner Seite. Sie hat zwar hässliche Zauber wie. Einfach mal das Land absinken lassen, aber auf Dauer Kai. Kann sie nichts, gar nichts gegen mich machen. Irgendwann habe ich genügend Mana, bin voll und dann gehe ich sie einfach besuchen. So ist der Plan aktuell. Hier? Wo könnte ich noch welche hinstellen? Da könnte ich welche stellen. Wieder? Hallo? Kai. Ich könnte hier. Da drüben sind leider keine Bäume. Aber das macht nichts. Ich könnte trotzdem dorthin expandieren. Du Skats. Ka. Du Skatsi. Ka. Du Skatsi. Einfach weil es eine einfache Landgewinnung darüber ist. Du Skatsi. Genau. Wir haben hier jetzt ein riesiges Areal bekommen, wo wir bauen können. Relativ riesig. Alles relativ gesehen hier. Auf jeden Fall genügend Platz für einige Hütten. Und bloß Leute, die auch da bauen. Du da, du da. Und du hier. Was ist denn auf der Insel? Nee, nichts Weltbewegendes. Kai. Lass euch mal hier bauen. Oh, hier kommen. Hier sind neue Bäume nachgekommen. Der könnte doch das bauen. Ach, da laufen schon genügend. Kai. Die kommen jetzt immer hier an, hm? Schnapp.
Oh, prinzipiell kann ich das auch. Nicht in ein Wasser fallen. Lol. Nein. Komm, lauf da durch. Ach, schade. Gar nicht mehr von der verteidigten Seite, sondern wir uns jetzt hier versuchen, wie es scheint. Und sind leider auch erfolgreich. Karl. Muss ich halt meine Truppen hier hinstellen. Die Schamanin ist leider lästig. Ich glaube, ich sollte sowieso. Der gehört nicht zu mir. Ich sollte mich sowieso hier eher konzentrieren. Hier werde ich nicht so angegriffen. Prinzipiell habe ich ja auch schon. Ja, genügend. Absolut ausreichend eigentlich. Kann er vielleicht hier irgendwo, wenn er schon zerstört hat, hier das wieder aufbauen? Ah, da geht was. Wenn ich Glück habe, springen die in ein Wasser. Noctane. Ach komm, geh doch auf die Insel. Ja, wobei, das ist klüger. Haben die gar keinen, der da schießen kann? Genau so habe ich es mir gedacht. Aber die gehören mir. Da habe ich nicht aufgepasst. Weg da, weg da, weg da, weg da. Mit was die mich bekämpft hier. Hey. Unglaublich einfach. Hey. Aber sie kommt nur auf der Seite, wie es scheint. Die andere Seite wurde recht gut in Ruhe gelassen. Jetzt
ist natürlich die Erde hier durch die Lava auch zerstört. Eieieiei. Echt lästig, diese Frau. Aber bisher noch keine große Hürde. Wir werden jetzt für den Krieg ausbilden. Mensch hier? No. Hey, Jura. Und hier? Ja. Are you kidding me? Hallo? Lass das. Und hier? Von hier. Hallo? Gleich. Ich bin mir so unschlüssig. Kai. Da ist er. Shoka. Was macht die ganze Zeit? Warum macht sie da ein Erdbeben hin? Klar, so kann man auch dazu gewinnen, aber naja. Ich würde behaupten, es gibt effektivere Methoden. So, ich brauche einen Weg darüber, genau. Weil dann werde ich sie einfach besuchen kommen. Da wird sie sich freuen. Tuscazzi. Planiato. Car. Tuscazzi. Car. Und der Weg ist offen. Was ist denn los? Kümmert euch doch mal um die. Natürlich blöd, da wurde ich abgelenkt. Ach komm, schieß ihn doch einfach nieder. Genau. Ups, ich wollte eigentlich. Genau, schnell dorthin. Kai. 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 Nein, da ist kein. Hallo? Gut. Auch gut. Ah, die Wächter kommen mir jetzt entgegen. Mal schauen, was sie bringen. Ich vermute, die haben nichts zu sagen hier. Sollen ruhig ihre ganzen Truppen hier reinschicken. Ich kümmere mich mal hier um die Wächtertürme. Oh,
dann hole ich mir jetzt den Todesengelzauber. Todesengel. Den machen wir doch gleich mal. Er kann uns gleich hier mal unterstützen. Da hat er sie sich geschnappt. Ja, die Schamanin wurde von ihm gefressen. Ja, wir ziehen weiter hier in die größere Siedlung. Wir werden hierhin erst gehen. Ich brauche gar keine Magie. Dann könnte es ganz witzig werden. Problematisch wird bloß, wenn der Wirbelsturm in meine Richtung fliegt. Gut, hat er nicht gemacht. Wurde die wieder vom Todesengel gefressen? Hey, Tim, komm. Hörst du auf? Die ganzen Krieger, die können eigentlich schon hier ein bisschen aufräumen. Tja, das sieht man, ich bin auch episch, wenn ich wenig Land zur Verfügung habe. Lol, jetzt rennen sie alle wild durcheinander. Aber gut, jetzt müsste ich eigentlich so langsam es geschafft haben. Viel können die nicht mehr haben an Leuten. Ach so, auf den Meeren, ja, das kann sein. Auf den Booten, dass da noch welche sind. Den hole ich mir dann dem Turm. Shoka. Jetzt ist die Schamane wieder da. Todesengel ist auch noch da. Verdammt. Ich wollte eigentlich Dina in Wasser werfen. Ja, gibt's hier noch irgendwo? Hm, da unten. Die Hütte muss zerstört werden. Die ist noch intakt. Verdammt, kein Kämpfer. Ah, da war noch einer drin. Nee, komm. Oh, das war ein Spion? Lol. Wo haben wir denn noch was? Irgendwo muss noch jemand leben.
Das kann doch mehr sein. Da oben ist einer, aber der läuft uns schon entgegen. Der läuft direkt in die in uns rein. Beziehungsweise auf mich zu. Immer wenn nur noch wenige übrig sind, dann wollen sie direkt mit meiner Schamanin sich anlegen. Sehr gut, geschafft. Boah, und den Todesengelzauber habe ich jetzt auch noch. Das ist episch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.